Dass sie wünschte, dass sind ständige Gegenstände, Widerstände, das sind ständige Kräfte, die zueinander kommen, die sich reiben oder nicht, die aber die nie ineinander fallen und verschwinden. Was sind die Ziele einer interessanten Frage? Ein schwieriges Unterfangen. Wie kann in dem Kosmos des radikalen Subjektivismus ich meine Forderung werden? Mein Gegenüber sein. Es gibt auch viele Abschnitte, die zum Beispiel mit diesen autofiktionalen Sachen zu tun haben. Und in diesen Fiktionen kannst du auch natürlich Sachen von dir selbst ausdrücken, aber du kannst auch in alles als unwahr erzählen. Und auch diese Mischungen, die sind auch natürlich sehr, sehr wichtig, aber das muss überzeugend sein, natürlich. Zum Beispiel eine eigene Erzählung, die wird auch fast wie eine kleine Novelle geschrieben mit einer ganz bestimmten Dramaturgie, also mit Suspense, verstehst du, auch ganz einfache Regeln. Und man kommt zum Ziel, aber allmählich, und man, das Ziel oder der Endpunkt der Erzählung wird nicht sofort angebietet. Ich habe zunächst mal versucht, Sachen, auch ganz schlichte Sachen von mir zu erzählen. Und zum Beispiel, das hatte ich nie gemacht, ich habe sehr viel über Homosexualität gesprochen, weil es von mir nah ist. Und ich habe auch versucht, auszudrücken, eigentlich wie auch von Frauen, schwulen Männer so beobachtet werden. Aber ich weiß nicht, ob ich es damit mache oder. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich habe versucht, ja, eigentlich mehr von mir selbst zu sprechen. Die Texte, die haben schon auch mit Sexualität zu tun, mit Selbstbefriedigung, mit, wie kann man auch Gewalt treiben innerhalb seiner eigenen Sexualität auszuüben oder zu erleben. Und ja, das sind schon Themen, die rumlaufen in den Texten, aber nicht nur. Du hältst dich, weil dich nichts hält. Und bist plötzlich so den Kriterien der Anpassung verhaftet, dass es dich ankotzt. Der Elan der Perspektive verflüchtigt sich. Gerne einfach zufrieden sein. Was sind die Ziele? Eine interessante Frage. Ein schwieriges Unterfangen. Wie kann in dem Kosmos des radikalen Subjektivismus ich meine Forderung werden, mein Gegenüber sein? In den verschiedenen vorigen Wochen, Etappen, ich hätte, und das kann ich ganz wohl glauben, ich hätte, das war vielleicht auch ein bisschen unbewusst von mir, ich hätte zu diesen drei Frauen eine fast zu dominante Präsenz oder zu dominanten
Handlungen. Und sie möchte, dass ich das eigentlich wegschmeiße und versuchen, so einen einfacheren Kern zu berühren, wo die Ausdrücke eigentlich nicht mit dem Willen gebaut werden, sondern mehr mit einem inneren, so zunächst mal Verhältnis. Und wenn das innere Verhältnis ganz gut gebaut und klar für mich ist, dann kann ich dann auch das erweitern zu den anderen und zum Beispiel zu Schamen. Aber das muss, das wünscht sie, viel einfacher sein und weniger mit dem Willen oder mit dem etwas zu beweisen. Nein, ruhig bleiben, Zeit nehmen. Und was ist das für ein Körper, was ist das für eine Bewegung, was ist das für ein Blick? Und wenn es klar ist, dann kann man das ständig verwandeln, aber das muss zunächst mal ganz klar und schlicht sein.